So, dann wollen wir einmal auspacken. Schauen wir mal. Glück auf und willkommen zu meinem neuen Video. Wer mich auf Facebook abonniert hat, der wird vielleicht schon mitbekommen haben, dass ich an einem kleinen Gewinnspiel teilgenommen habe. Das Gewinnspiel hat ausgerichtet die Macher der Twilight Mystery Serie, kennt ihr sicherlich, Tom Steinbrecher und Paul Burkhardt. Im Prinzip gab es eine kleine Szene, die vorgegeben wurde, und man sollte jetzt für Dr. Sapphire kleinen Satz schreiben, irgendwas Lustiges, was er sagen sollte. Und ich hatte das Glück, dass ich unter den ersten drei war. Und was ich genau gewonnen habe, das zeige ich euch jetzt. So, da komme ich gerade von der Arbeit und habe ein Paket bekommen. Wollen wir auch mal direkt reinschauen. Ja, wunderbar. Das ist mein Gewinn. Twilight Mysteries Folge 9 Tritonus. Und hier vorne seht ihr mit Autogramm von Paul und Tom und ein paar kleinen Herzchen. Sehr schön. Machen wir kurz mal auf. So sieht sie aus. Ja. Ja. Und hier ist noch ein bisschen Werbung. Hier sehen. So sieht's aus. Genau. Hinten steht auch was Schönes drauf. Und hier. Sehr schön. Freue ich mich sehr drüber. Bei der Twilight Mystery Hörspielserie bin ich noch nicht ganz so weit gekommen. Ich bin erst bei Folge 3. Gewonnen habe ich jetzt Folge 9, das heißt, ich darf da noch ein paar Folgen hören und da freue ich mich schon drauf. Und zwar hatte ich es bei meinem letzten Newsletter schon erwähnt, wie ich meine Hörspiele höre. Das verrate ich euch in meinem nächsten Video. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr bei meinem nächsten Video wieder mit dabei seid. Abonniert meinen Kanal, dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr Kommentare da lasst über Twilight Mysteries, wie es euch gefallen hat, ob ihr die Serie kennt und ob ihr noch andere Produktionen von Steinhardt kennt. Weil die machen relativ viele Hörspiele, die machen, wie ich finde, sehr gute Hörspiele, und vielleicht ist ja noch was dabei, was ihr mir empfehlen könnt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt einen schönen Abend, bis dann!